Im ISIS-Blitz geht's jetzt weiter. Ihr versteht Eis? Ja, Ironie? Ja, ein bisschen. Ja, wie man's nimmt. Okay, was ist denn hier oben? Okay, erstmal danke für das Item. Das haben wir auf jeden Fall gebraucht. Und da wäre. Ja, die Fitness-Level, Wagemut und Kugelwillis. Dann machen wir doch das als erstes. Chronologisch, ihr versteht ja, chronologische Reihenfolge. Immer ganz, ganz wichtig. Was ist da hinten? Gar nichts. Und Toadschneemann. Oh, wer hat denn den gebaut? Vielleicht Mario? Ja. Oh Gott. Ich habe gar nicht gedacht, dass hier so große Kugelwillis sind. Und was mache ich denn da schon wieder? Also, manchmal frage ich mich wirklich, ob ich dieses Spiel bisher noch nie gespielt habe. Mhm, könnte möglich sein. Oh Gott! Das fällt ja ab. Seit wann? So, die erste Starcoin gehört uns. Ich vermute fast irgendwo ist oben drüber eine Starcoin, so wie hier. Nein, 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 nein! Wieso mache ich ja immer eine Stampfattacke? Ich verstehe das selber gar nicht. Also normalerweise bin ich ja nicht so der Fan von Stampfattacken. So, und hoch. Perfekt. So, alle drei schon geschafft. Sehr geil und sehr nice, ey. Woo! Ah, kann ja nur noch gut werden, dieses Let's Play, oder? Was meint ihr dazu? Und da hoch. Und das nächste One-Up. Oh. Es ist wirklich, es gibt kein schöneres Gefühl auf der ganzen Welt, als ein One-Up zu kriegen, wenn man ins Ziel geht. Gibt's wirklich nichts Schöneres, oder? Ja. Doch, es gibt mindestens Millionen andere Gründe, aber... Naja, wir spielen jetzt hier Super Mario und... nein, wir spielen Super Luigi... Ja, und Mopsy, müssen wir den jetzt fangen? Ja, ich glaube, das lassen wir mal, oder? Ich will den jetzt aber nicht fangen. Nee, komm, lassen wir das. Lassen wir das, gehen wir in die nächste Welt. Und zwar Rutschpartie mit Bauchansatz. Oh, ist das hier so ein kleiner Spoiler? Was wir hier für ein Item bekommen? Hm, könnte möglich sein. Gibt es da oben irgendwas? Nein, gibt es nicht. So, und zwar gibt es hier wieder unseren altbekannten Pinguinanzug. Ist der nicht schön? Ja, der ist wirklich sehr nice. So, ist da oben irgendwas? Da gibt es gar nichts? Okay, jetzt habe ich schon so viele Sekunden verschwendet, nur für den Anfang, für das, dass es da gar nichts gibt. Naja, der Pinguinanzug gehört auf jeden Fall uns. Oh Gott. Ich habe halt so das Gefühl, da hinten könnte auch irgendwas sein. Aber nicht, dass ich da schon wieder irgendwas verpasse. Ah, ich denke, da wird nichts sein, oder? Also ich hoffe es jetzt mal nicht. Oh Gott. Kann ich da rein? Nein, kann ich nicht. Mein Gott, hey. Ich kann ja hier nirgendwo rein. Habe ich wahrscheinlich wieder 5 Starcoins verpasst? Nee, doch nicht. Okay, alles klar. Alles klar war erst die erste. So, dann hier rüber. Perfekt. Und immer weiter und weiter und weiter. So, dann bleiben wir mal kurz hier stehen. Machen eine kleine Verschnaufspause. Oh, ich habe irgendwas verpasst. Das geht mir... Das Level geht mir einfach hier viel, viel, viel zu schnell. Und da war die 2. Starcoin. Nee, also habe ich nichts verpasst. Okay. Aber das Level finde ich geil. Finde ich wirklich extrem nice gemacht. Muss man ehrlich sagen, man kommt wirklich das ganze Level durch, indem man mit dem Bauch rutscht. Ist doch geil, oder? Und sogar den richtigen Ausgang genommen, vermute ich. Denn hier müsste sich natürlich die letzte Starcoin befinden. In der Hoffnung, nein, da befindet sich natürlich nicht die Starcoin. Ach komm schon, Louis. Wo war denn... Hä? Aber im Wasser gab es ja gar nichts. Oder hätte ich wieder einen normalen Weg zurück müssen? Hä? Ich check's jetzt gar nicht. Ich check's jetzt nicht irgendwie. Ich gehe jetzt einfach nochmal rein, komm. Die muss ja irgendwo auf dem Weg liegen. Denn versteckt... Eine versteckte Starcoin bringt mir ja in dem Level nichts. Denn ich komme ja hauptsächlich durchs Bauchrutschen weiter. Hm. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Und jetzt unbedingt die Augen offen halten. Und die Ohren sowieso. Denn ich vermute fast, ich habe irgendwas versäumt. Also natürlich ab der 2. Starcoin. So, schaffe ich diesmal meinen Applaus? Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, komm, eine Münze hat gefehlt. Ach, come on, please. So. Dann müsste sie irgendwo hier sein. Okay. Ist vielleicht da irgendwas? Nee. Okay. Dann versuchen wir es einfach mal so. Ja, irgendwo muss die hier sein. Vielleicht in einer Röhre. So. Schauen wir mal da rein. Nee, da oben gibt es nichts. Aber vielleicht hier? Boah, wie weit es nach oben geht. Ist doch krank, oder? Wie weit ist denn das Level bis nach oben programmiert? Und wahrscheinlich gehe ich dann hoch und oben gibt's gar nichts. Nee.
wie ich gesagt habe. Natürlich habe ich den ganzen Weg jetzt hier umsonst gemacht. Okay, aber auf der anderen Seite gab es auch nichts. Vielleicht aber in irgendeiner Röhre. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit. Nee, auch nicht. Hä? Ja, wo ist denn dann die letzte Starcoin, Mensch? Serious? Oder oben war sie auf jeden Fall nicht. Oder war sie da in der Wand drin? Könnte natürlich auch sein. Naja, okay. Dann schneide ich das einfach zum Schluss rein, denn ich will jetzt das Level eigentlich nicht nochmal machen. Oh, schöne Musik. Gibt es bestimmt natürlich... Ja, gibt einen Special Prize, oder? Hey! Tausend Dank für deine Hilfe. Hier, nimm dies. Und was gibt's Schönes? Ein One-Up. Ein One-Up. Toll. Habe ich jetzt eigentlich nicht so gebraucht, aber gut, danke Toad für dieses wunderschöne One-Up. Okay, das müssen wir uns merken. Dieses Level ist noch nicht ganz fertig. Wir gehen dafür aber jetzt in das Geisterhaus. Buhu Hula Hoop. Was für ein geiler Name, oder? Buhu Hula Hoop. Wer hat sich denn sowas? Ich würde doch gerne mal die Leute kennenlernen, die sich die Namen einfallen lassen von den Leveln. Wäre bestimmt doch mal ganz interessant zu hören, was denn die so darüber sagen. Und ich glaube, da oben ist was, oder? Nein, ist es nicht. Okay. Geisterhäuser sind natürlich sehr kompliziert. Bauen immer auf Rätsel auf. Und auf jeden Fall gibt es hier drin einen Secret Exit. Das weiß ich. Gott sei Dank noch. Ich weiß sogar, wo er ist. Aber zunächst geht's um die Starcoins. Ach komm. Ach komm, Louis. Mach jetzt keinen Scheiß. Ach komm schon. Vielleicht da oben? Ja. Okay, also. Da wäre die zweite? Dein Ernst? Okay. Wo zum Teufel war denn dann die erste? Oh Gott, das wäre fast schief gegangen. Das wäre jetzt fast schief gegangen. Wo zum Teufel war dann die erste Starcoin? Also das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Also da gibt es auf jeden Fall nichts. Kann ich eigentlich auch darunter? Schon. Also normalerweise müsste ich ja auch darunter kommen. Geh weg, Buhu. Nee, da komme ich nicht rein. Okay. Ach komm. Überall sind sie. Wie so Zecken sind das, hey. Die kriegt man einfach nicht los. Aber ich glaube jetzt hier lang, oder? Ich lasse mich jetzt da einfach mal geschmeidig treffen. Und da ist wirklich eine Starcoin. So, dann fehlt uns jetzt die erste. Wo hätte sich denn die erste aufhalten können? Gut, ich muss ja da sowieso nochmal rein. Ich muss den Secret Exit noch aktivieren. Und das wird jetzt ein bisschen knifflig hier. Aber wir haben es geschafft. So, und vorsichtig. Perfekt. Perfekt. Alles klar. Dann können wir das Geisterhaus schon verlassen. Wir haben sowieso nur noch 9 Sekunden. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Komm, Louis. Das schaffst du. Und... Ja, ich habe doch gesagt, wir schaffen das. Jo, wir schaffen das. Bob, der Baumeister, lässt grüßen. Sehr geil. Okay, jetzt noch die erste Starcoin. Und den Secret Exit. Gut. Also den Secret Exit kriege ich auf jeden Fall hin. Es ist nur noch die Frage, wo die erste Starcoin in diesem Level verborgen liegt. Aber ich vermute irgendwo fast am Anfang. Also jetzt genau hier an der Stelle. Nee, da ist auch nichts. Okay. Lassen wir uns mal hier so runtergleiten. Da ist auch nichts. Oder vielleicht ganz am Anfang da. Ja, irgendwo wird sie hier schon... Ah, da komme ich gar nicht rein. Okay. Gut, aber sie muss hier irgendwo sein. Hier irgendwo in dem Abschnitt. Da oben ist nichts. Aber da oben war auch nichts. Dann verbirgt sich der Secret... die Starcoin irgendwo ganz anders. Nee. Komme ich da auf jeden Fall auch nicht hin. Vielleicht so... Achso, da war schon die zweite, genau. Auf jeden Fall ist hier oben der Secret Exit. Genau. Aber weiter hoch komme ich nicht. Das heißt, ich muss hier raus. Aber da muss ich die Starcoin hier befinden. Weil woanders geht es ja schon gar nicht mehr. Wenn da hinten... Nee, da ist es auch nicht. Hä? Doch, hier ist sie. Hier ist sie. Ha, siehst? Ich hab doch gesagt. Ist meistens so in den Geisterhäusern, dass sich im Secret Exit immer noch eine Starcoin befindet. Und Gott sei Dank, wir haben alle. Wir haben alle. Oh, schon wieder. Okay, was gibt's diesmal? Wieder ein One-Up. Das wäre ziemlich lahm, Toad. Das wäre ziemlich lahm. Nein, es gibt eine Feuerblume. Ja, vielen Dank. Wenigstens eine schicke, granatenmäßige Feuerblume. Geil. Können wir jetzt das Castle machen oder sollen wir erst das Secret-Level machen? Da bin ich gerade am Überlegen.
Aber ich glaube, wir machen zuerst das Secret Level. Doch, hätte ich gesagt. Doch, wir machen zuerst das Secret Level und danach machen wir erst das Castle. Genau, so machen wir das, okay? Okay, wir sind alle einverstanden, alles klar, passt, passt. Ich habe keine Einwände gehört. Deswegen geht's jetzt auf zum Secret Level dieser Oberwelt. Und dann hätten wir die Schneewelt auch schon fast geschafft. Mann, sind wir irre. Okay, wir gehen in Eisbaden im Karlross-Versteck. Karlross. Ihr versteht, ja? Ableitung von Walross. Oh, ein Bowser Junior. Schneemann. So, du stirbst. Okay. Gibt's hier eigentlich was? Nee. Ach so, damit komme ich höher. Okay, alles klar. Dann wissen wir das auch schon mal. Hier gibt es natürlich eine geile Feuerblume und da oben gibt es ein Secret. Was gibt's da? Ein One-Up. Naja. Zählt jetzt nicht so zu meinen Favoriten, aber gut. Okay, nehmen wir natürlich auch gerne. Oh Gott! Oh mein Gott! Na, dann muss ich wahrscheinlich hier hoch. Muss ich wahrscheinlich da hoch, oder? Was? Ich bin da tot? Ich hab gedacht, das schießt sich jetzt wieder nach oben. Nö. Das schießt sich nicht nach oben. Das bleibt einfach unten und denkt sich, ja, Pech gehabt. Pech gehabt, dass du auf mir drauf gestanden bist. Toll. Toll. Wirklich toll gemacht. Toll. Ach, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Wirklich toll. So. Feuerblume aktivieren. Okay, jetzt muss ich aber echt aufpassen. Denn ich will jetzt nicht unbedingt noch mehr Fails hier einkassieren. So, hier muss ich hoch, oder? Ja. So. Okay. Runter damit. Jetzt komm schon hoch, Louis. So. Ja, wieso komme ich da jetzt nicht hoch? Komm, ich will da hoch. Jetzt komm. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, klar, als ob. Als ob da oben wieder gleich sowas Ding. So ein, ja, ist klar. Alles klar, habe ich schon kapiert. So, 55 Sekunden noch. Jetzt muss ich mich echt beeilen. Aber ich denke, da oben. Ja, hier ist was. Okay. Ja, irgendwo muss sich die letzte Starcoin auch noch befinden. Nein, hier auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht da unten, oder? Na. Ich traue der ganzen Sache. Nee, die Starcoin ist da hinten. Okay, das hätten wir geschafft. So, wirf deinen Schneeball. Zack. Und eine riesige. Ein riesiger Bowser-Schneemann. Sieht irgendwie hässlich aus, oder? Wenn er so eine Fresse hätte, dann. Dann würde ich nicht mehr gegen den kämpfen. Da hätte ich Angst, dass er. Dass ich Albträume kriege, wenn ich ihm begegne. Ja. Könnte passieren. Das Level wäre erledigt. Unglaublich, aber doch ganz schön schnell. Ich hätte jetzt eher gedacht, uns erwartet da irgendwas Schrecklicheres, aber nö. Nö, alles kein Problem. So, eine Knochenbahn hat sich uns eröffnet. Aber wo die uns hinbringt, ja, das erfahren wir jetzt lieber noch nicht. So, wir gehen zurück. Wir müssen nämlich noch in Wendy's Castle. Das steht jetzt mal an oberster Stelle. Und ich bin perfekt durchgekommen. Habt ihr das gesehen? Ich habe jetzt ehrlich gedacht, dass ich am ersten wenigstens stecken bleibe. Aber nö, ist nicht so. Okay, was haben wir denn hier? Hier muss ich auf jeden Fall schnell sein. Sonst machen die Twomps hier, was sie wollen. Okay, das wäre schon mal gut geschafft. Alles klar. Natürlich gab es dafür nicht mal ein Power-Up für den Spaß. Ach komm. Wieso habe ich mich jetzt da treffen lassen? Wieso? Okay, mache ich denn das jetzt? So, und dann wieder rüber. Okay, perfekt, perfekt. Läuft. Erste Starcoin in der Tasche. Jetzt hätte ich mich fast erwischen lassen. Das wäre jetzt heftig gewesen. So, da unten ist die zweite Starcoin. Wie mache ich denn das? Oh, das wird schwierig. Das wird sehr schwierig. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Kein Problem. Kein Problem. Ach komm. Ich wollte jetzt hier eigentlich keinen Run hinlegen, aber gut. Sei es wie es sei. Wir schaffen das doch so, ja. Das, ist das nicht nice? So, du gehst jetzt mal weg. Beziehungsweise wir nehmen dich mit. Vielleicht könntest du noch zu was zu gebrauchen sein. Aber nee, ich lasse dich jetzt einfach mal da. So. Oh, ist das hier eine Anspannung? Schon wieder ein Pixel-Luigi? Habt ihr ihn gesehen? Nein! Fuck! Leider nicht geschafft. Aber in den ganzen Leveln fällt mir jetzt erst auf, dass es keinen Checkpoint gibt. Also in keinem einzelnen. Okay, bei 100 Sekunden ist es ja irgendwo klar, dass man da keinen Checkpoint programmiert. Aber finde ich jetzt schon eine Sache für sich. Und wieso kriege ich jetzt hier einen Pilz? Vorher habe ich doch gar nichts gekriegt, oder? Oder spinne ich? Nee, ich spinne nicht. Also vorher habe ich nichts gekriegt, wo ich da hingekommen bin. So, wieder da rein. So, alles klar, alles klar. Keine Panik auf der Titanic. Wendy's Castle
wird uns auf jeden Fall nicht klein kriegen. So, jetzt kommt wieder die Starcoin, okay. Ich habe so das Gefühl, diesmal werde ich es vermasseln. Ich hoffe es nicht, aber wir werden es jetzt gleich sehen. Ich habe es irgendwie so ein Gefühl. Oh Gott! Nein, ich habe es geschafft. Okay. Okay. Auf jeden Fall wissen wir, wo die dritte Starcoin ist. Die brauchen wir. Oh Gott, der ganze Bildschirm wackelt. Ich sehe doch gar nichts. So, gib her. Danke. So, du gehst auf Seite. Okay, rüber. Oh, das war jetzt knapp. Der Trump hätte mich fast erwischt. Was? Der hat mich getroffen? Ach komm, komm. Vergiss es. Vergiss es. Dafür gab es immerhin eine Starcoin. Und hier gibt es zum Glück einen Pilz. Danke. Alle drei Starcoins geschafft. Und jetzt geht's ab zu Wendy. Wendy ist eigentlich ein ziemlich... Ja, sie ist jetzt, glaube ich, fast die leichteste von den ganzen Koopalingen. Also hätte ich jetzt behauptet vom Schwierigkeitsgrad her. Aber wir werden es ja gleich sehen, was sie denn so für uns vorbereitet hat. Es hat auf jeden Fall irgendwas mit Eis zu tun. Das ist klar, denn wir sind ja in der Eiswelt. Hm. Und ich habe es mir gedacht. Okay, ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. So, Wendy, dann Attacke. Na, dein erster Schuss wird nicht ausgeführt. Garantiert nicht. Denn normalerweise, wenn Wendy ihre Attacke einsetzt, fliegen oben die Blöcke ab. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen halten wir sie gleich auf, sobald sie aus ihrem Koopa-Panzer wieder rauskommen. Das war Treffer Nummer 2. Jetzt wird nur noch einer und wir haben es geschafft. Komm schon, Wendy. Komm raus aus deinem Häuschen. Komm raus aus deinem Häuschen. Ich habe hier was Schönes für dich. Nämlich meinen Schuhabsatz. Und wir haben es geschafft. Was seht ihr da hinten? Die schönen Fenster in Herzform. Wenn Wendy wirklich so lieb wäre, wie ihr Schiff aufgebaut wäre, wäre alles in Ordnung. Aber nein, so ist sie nicht. Und sie kriegt von uns auf jeden Fall auf die Mütze. Und tschüss, Wendy. Das war's für dich. Und tschüss. Oh. Wie schön sie davon segelt. Nice, oder? Mhm. Woohoo. Geil. So, wäre auch dieses Level geschafft. Ohne Probleme. Aber jetzt muss ich nur irgendwie zurückkommen, oder? Oder mache ich jetzt nochmal das eine Level? Ah, ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen soll. Oh Gott, das war knapp. Das war knapp, aber dafür gab es auf jeden Fall... Nein, es war ja im Geisterhaus. Wieso bin ich jetzt eins weitergelaufen? Nee, es war hier. Im Geisterhaus hat auch eins gefehlt, oder? Nee, da haben wir es gekriegt. Da war es der Secret Exit. Okay, dann hätte ich einfach mal gesagt, wir machen das jetzt einfach nochmal. Wir haben nämlich noch ein bisschen Zeit, bevor wir in die nächste Welt reisen. Das heißt, ich probiere es jetzt einfach nochmal. Auf jeden Fall fehlt die letzte Starcoin. Könnte natürlich auch sein, dass es sich wieder um Rankenspiele handelt. Ist natürlich auch wieder alles möglich. In der Röhre ist es allerdings nicht. So viel haben wir ja schon mal mitgekriegt. Vielleicht ist es auch in der Röhre direkt nach der zweiten Starcoin. Oder während der zweiten Starcoin. Ich weiß es eben nicht. Ist das kompliziert hier echt. So, und ja, ich habe schon wieder eine Münze verpasst. Egal, macht nichts, macht nichts. Wir spielen ja hier nicht auf Münzjagd, sondern... Wir kämpfen uns hier langsam, aber sicher durch. So, ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. So, hier ist die zweite. Vielleicht verbirgt sich ja irgendwo hier die letzte. Könnte ja möglich sein, dass sich die Entwickler wieder gedacht haben, okay, wir programmieren sie einfach mal hier ein. Und hier bleibt sowieso niemand stehen. Aber da ist nichts. Da ist absolut nichts. Hier an der Wand vielleicht? Auch nicht. Okay. Okay. Da muss sie irgendwo hier sein. Kann ich da rein? Nee, kann ich nicht. Oder unter einem Eisblock vielleicht? Ich schwimme jetzt einfach mal drunter. Vielleicht offenbart sich ja unten drunter irgendwas. Aber dem ist auch nicht so. Och Mann! Wo zum Teufel ist es? Wo zum Teufel ist die Starcoin? Auch wenn ich jetzt sterben sollte, dann sterbe ich eben. Dann ist es halt so. Aber dafür habe ich wenigstens alles abgegrast. Aber da oben ist nichts. Nee, ich komme auch gar nicht mehr so oben hin. Ich verstehe es nicht. Vielleicht oben drüber? Auch nicht. Ja, da muss sie sich fast hier befinden. Also ich gehe mal stark davon aus. Denn anders kann ich es mir nicht erklären. Ich probiere es jetzt noch einmal mit euch. Und dann schneide ich es rein. Sollte es nicht funktioniert haben. Okay, dann nochmal, Louis. Komm, du findest jetzt die letzte Starcoin. Das kann doch nicht wahr sein. Ich rutsche jetzt einfach mal bis zum Ende wieder. Und... dann schaue ich mal nach der Röhre, was sich denn da so verbirgt. Vielleicht befindet sich es auch vor der Röhre. Kann natürlich auch sein. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig, das jetzt zu entscheiden oder beziehungsweise herauszufinden, wo sich denn diese blöde Coin befindet.
Aber ich komme nicht drauf. Ich komme ums Verrecken nicht drauf. Normalerweise sind ja die Starcoins genauso chronologisch wie der ganze Rest in Mario. Also alles geht nach Zahlen, alles geht in der Reihenfolge. Aber hier irgendwie gar nichts. Also normalerweise müssten sich die Sterne genauso befinden, wie es angegeben ist. So, das wäre auch unsere. Perfekt. So, dann geht's weiter. So, jetzt bloß nichts falsch machen. Bloß nichts falsch machen. Ja, ja. So, genau. Wie ich es mir gedacht habe. Wie ich es mir gedacht habe. Und nochmal ein Pixel Luigi. Meine Güte. Das darf nicht sein. Dass ich das so oft vermasselt habe. Aber gut, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Was wollen wir da noch? Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Und das One-Up haben wir uns eindeutig in unserer Tasche verdient. Perfekt. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht geschafft hätten, oder? Ja. Hätten uns die Leute ausgelacht. Die wären an der Straße gestanden und hätten gesagt, schau mal die an. Die haben es nicht geschafft. Und das ist unsere Belohnung dafür. Alle Sternmünzen der Eiswürfel-Eisfälle gesammelt. Wofür das wohl gut ist. Okay, meine Freunde, dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns schon bald wieder bei New Super Luigi U. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren, kommentieren und liken natürlich. Und bis bald!